Herzlich willkommen, liebe Landentdecker, zu einem neuen Video. Ich bin heute an einem ganz besonderen Ort, und zwar im Zwergenpark Trusetal in Thüringen. Und wie ihr seht, gibt es ja eine Vielzahl von unterschiedlichsten Zwergen, Zwergenformen, Zwergenarten, auch Zwergentiere. Und was es sonst noch alles hier zu entdecken gibt, das zeige ich euch jetzt. Deutschland, das Land der Gartenzwerge. Es gibt keine Situation, in der man Gartenzwerge nicht darstellen könnte. Im Zwergenpark Trusetal, das liegt im Dreieck zwischen Suhl, Meiningen und Erfurt im Thüringer Wald, gibt es sie alle. Arbeitende Zwerge, entspannte Zwerge, wandernde Zwerge, musizierende Zwerge, freizügige Zwerge und... Nee, das zeigen wir euch lieber nicht. Frank Ulrich ist Herr der Zwergenbande. Wie viele gibt es denn von denen insgesamt? Im groben Überblick sind hier 2500 Zwerge zu sehen. Die genaue Anzahl ist schwierig, weil es verschwinden mal Zwerge, die kommen auch wieder. Und bekanntlich an unserem Zwergenbaum schlüpfen ja jeden Tag neue Zwerge, die in die Zwergenwelt entlassen werden. Und da ist das immer, wie gesagt, eine fließende Zahl. Wer aber denkt, die Zwerge machen hier nur Spaß, der täuscht. Versteckt findet ein Zwergenaufstand statt. Geht's denn hier im Zwergenpark so schlecht? Ja, wenn Sie aufmerksam daran vorbeigegangen sind, haben Sie ja die Zwerge ja transparent dabei. Und dann sind gewisse Forderungen, die dort schon sind. Ja. Um unter anderem auch Freiheit für die Gummibärchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann Zwerg Uli vor Präsident. Der ist ja die Internationale Zwergenpartei ganz aktiv. Auch da alles ein bisschen anders wie bei den Menschen. Und mit einem Augenzwinkern. Da können Sie zwinkern so viel, wie Sie wollen. Das ist schon ernst gemeint. Zwerg Uli tritt ein. Das ist todernst gemeint. Zwergenernst gemeint. Man sollte allerdings nicht alles im Zwergenpark ernst nehmen. Mit einem leichten Augenzwinkern möchte dieser ältere Herr oder Zwerg eine kleine Spende. Als kleines Highlight gibt es im Park eine kleine Eisenbahn, die einmal quer durch die Zwergenwiese fährt und sogar durch einen Tunnel, in dem, na wer ahnt's, natürlich Zwerge wohnen und arbeiten. Der Hauptanziehungspunkt ist unsere Eisenbahn. Wir haben einen Kletterfelsen, auf dem oben Zwerg Richard, einer unserer Ehrenzwerge, Wache hält, wo Kinder klettern können. Wir haben unseren Zwergengolf, der ist sehr beliebt, und ein paar diverse Spielgeräte, damit die Eltern auch hier und dort mal vielleicht in Ruhe ein Eis essen können oder eine Tasse Kaffee trinken können. Eintritt, der ist unterschiedlich. Wir haben also einen Normaleintritt, der bei 5,50 Euro für Kinder liegt und auch 7 Euro für Erwachsene. Da gibt es dann verschiedene Rabatte, Familienkarte. Hier sind wir ein bisschen schlauer, was so im Reich der Zwerge passiert. Ja, das soll es gewesen sein von den Landentdeckern für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gern unseren Kanal und lasst ein Like auf das Video. Ja, ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und jetzt passend kommt noch die kleine Bimmelbahn, die hier auch durch den Zwergenpark fährt. Also, bis dann. Tschüss.